Willkommen bei Sagenhafter Harz. Diesmal habe ich was ganz Feines für euch. Einen kleinen Feuersalamander. Früher haben die Leute die Feuersalamander eingefangen, weil man sie brauchte, wenn die Stadt brennt. Feuersalamander, die würden ein Sekret auswerfen, wenn sie Angst hätte, womit sie unentzündbar wären. Und wenn wie in Wernigerode die weiße Frau über die Straßen geht und vor den Häusern fegt und euch sagt, dass diese Häuser am Ende des Jahres nicht mehr an Ort und Stelle stehen würden, denn wo sie fegt, da würde die Zeit die Häuser von der Straße fegen. Da hat man damals einen dieser Feuersalamander genommen, ins Feuer geworfen und man meinte, das würde die Glut verlöschen lassen. Ein alter Aberglaube. Wenn ein Feuersalamander aber auf einen Obstbaum kriecht, dann vergiftet er das Obst. Und ein einziger Biss in das Obst wäre euer Tod. Vorsicht, wenn ihr ihn fangt, denn gibt der Feuersalamander einen Schrei ab, werdet ihr taub. Und den brauchen wir natürlich nicht fürs Feuer, es ist ohnehin viel zu regnerisch. Deswegen lassen wir ihn wieder gehen. Und wenn ihr ihn einmal berührt habt, dann wascht euch bitte eure Hände, denn wenn ihr jetzt eure Hände ablecken würdet, dann hättet ihr ein wunderbares Flubbern im Bauch, würdet eventuell Durchfall bekommen und das möchte ja kein Mensch. Bis ganz bald bei Sagenhafter Harz.